Namaste. Ihr wollt selber anfangen, zu Hause zu praktizieren und habt keinerlei Vorstellung, wo ihr anfangen sollt, dann seid ihr bei dem Video heute ganz richtig. Ich zeige euch heute drei Stehpositionen aus der gleichen Familie. Alle drei Positionen haben die gleichen Regeln. Versteht Grundprinzipien des Iyengar Yoga und ihr könnt anfangen, eure eigene Praxis Stück für Stück aufzubauen. Die drei heutigen Positionen heißen Trikonasana, Virabhadrasana 2 und Parshvakonasana. Ihr startet also ganz einfach in Tadasana aufrecht stehend. Bringt mit der Einatmung die Arme nach oben, beugt die Ellenbogen und die Knie und springt einmal auseinander. Beginnt nun den rechten Fuß aufzudrehen. Ihr öffnet also diesen ganzen rechten Fuß 90 Grad. Schiebt gleichzeitig die linke Ferse etwas weg von der Mattenmitte. Ihr könnt schon erkennen, dass es hier um die Öffnung eurer Hüfte geht. Einatmen, die Arme kommen nach oben und ihr zieht euch über dieses rechte Bein weit nach vorne. Ausatmen, bringt euren Arm auf das Schienbein oder auf die Matte nach unten. Zieht das Brustbein weg vom Bauchnabel, dreht den Brustkorb zur Decke nach oben auf und bringt dann den linken Arm in einer Linie zum rechten. Die Position heißt Trikonasana. Okay, einatmen, wieder nach oben kommen. Schauen wir uns das zweite Familienmitglied an, der Krieger 2. Wir haben die ganz gleiche Ausgangsposition mit dem Unterschied, dass wir das rechte Bein auf 90 Grad tief beugen. Achte dabei darauf, dass dein Knie und dein Sprunggelenk ganz genau in einer Linie ausgerichtet ist. Auch hier tust du dir leicht, wenn du diese hintere Ferse etwas wegschiebst. Gleiche Position, gebeugtes Bein, Oberkörper bleibt aufrecht. Die Position nennt sich Krieger 2. Wenn wir aus dieser Kriegerposition ins dritte Familienmitglied einsteigen, dann ziehen wir uns wie im Trikonasana weit nach vorne, kommen hier an die Außenseite und bringen den Arm wieder in eine Linie zum zweiten Arm. Die volle Position dreht hier oben den Arm und bringt den linken Arm über den Kopf. Wenn wir uns jetzt also alle drei Positionen nochmal von vorne anschauen, haben wir die gleichen Regeln. Das erste Bein dreht nach außen, die Ferse dreht weg von der Mattenmitte. Du ziehst dich also im Trikonasana über das Bein. Genauso ziehst du dich in Parshvakonasana über das Bein und stellst die Hand an die Außenseite ab. Ob Trikonasana mit gestrecktem Bein oder Parshvakonasana mit gebeugtem Bein, wir haben die gleichen Regeln. Das Knie bleibt außen, das hintere Bein bleibt gestreckt. Der Unterschied zum Krieger 2 ist nur die Oberkörperhaltung. Beckenboden, Wirbelsäule, Scheitel, eine Linie. Die Arme sind auf 90 Grad oben, du schaust über die rechte Hand. Gut. Fang an, so deine eigene Praxis aufzubauen. Asanas mit gleichen Grundtechniken reihe sie aneinander und verstehe, wie einzelne Asana-Familien zusammengehören. Das war die heutige Reihe: Trikonasana, Krieger 2, Parshvakonasana. Namaste. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hey Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen für einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr von dem Content sehen wollt. Wenn ihr mit eurer eigenen Praxis startet, nehmt euch genügend Zeit und Geduld mit. Ihr könnt gerne auf meine Homepage schauen, www.yoga-in-innsbruck.at. Dort findet ihr jede Menge freien Content, mit dem ihr arbeiten könnt. Geduld, Zeit, ihr werdet Fehler machen, ihr werdet Zweifel haben, wie die Position richtig aussehen soll oder wie sich die Position richtig anfühlen soll. Bleibt dabei, arbeitet achtsam, arbeitet regelmäßig,
schaut euch meine Videos an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit eurer eigenen Praxis. Namaste und bis zum nächsten Mal.